Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Reihe Krieg in Europa hier bei der Hans-Seidel-Stiftung, wo wir uns jede Woche mit einem Aspekt des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine beschäftigen. Heute wird es eine Art Überblicksvorlesung geben, also einen grundsätzlichen Überblick über den bisherigen Verlauf, aber auch die Hintergründe des Krieges und vor allem die aktuellen Entwicklungen der Auseinandersetzung in der Ukraine. Ich freue mich sehr, Herrn Oberst AD Wolf Kunold begrüßen zu dürfen. Er ist spezialisiert auf Führung, Operation und militärischen Nachrichtendienst. Er war lange Zeit selbst Bundeswehrsoldat, unter anderem im Generalstabsdienst und im Militärattaché-Dienst. Er wird uns circa eine halbe Stunde einen Einblick geben, seine Analyse zu diesem Krieg in der Ukraine geben. Und danach haben Sie wie immer die Möglichkeit, Ihre Fragen an Herrn Kunold zu stellen. Das können Sie tun über die Chat-Funktion in Ihrem Webex. Dazu klicken Sie auf das Sprechblasensymbol rechts unten, schreiben in den Chat Ihre Frage und ich werde dann an Herrn Kunold Ihre Frage weitergeben. Wir werden bis 20 Uhr tagen. Das heißt, wir haben genügend Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten. Jetzt freue ich mich, Herr Kunold, dass Sie da sind und freue mich auf Ihre Ausführungen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Dr. Hahn. Krieg in Europa. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Annäherung durch Handel war es allgemeines politisches Verständnis, dass ein Krieg in Europa nicht mehr möglich sei. Der russische Angriff auf die Ukraine war dann eine allerdings sehr böse Überraschung. Dieser Krieg hatte eine Vorgeschichte. Sie beginnt allerspätestens 2013 sichtbar mit der Maidan-Bewegung in Kiew, der Flucht des Präsidenten Janukowitsch und der gewaltsamen Einnahme der Krim durch russische Spezialkräfte 2014. Damit hatte Präsident Putin insbesondere das Budapester Abkommen von 1994 gebrochen, das als Gegenleistung für die Abgabe der Nuklearwaffen an Russland die Unverletzbarkeit der Grenzen der damaligen Ukraine garantierte. Die Garantiemächte waren damals Russland, die USA und Großbritannien. 2014 greifen pro-russische Separatisten im Osten der Ukraine zu den Waffen und rufen die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk aus. Russisches Militär führt und unterstützt dabei. Die Person des Obersten Girkin des GRU ist als Führer eine Schlüsselfigur. Es kommt zum Stellungskrieg um den Donbass, der durch Waffenstillstände und Verhandlungen nicht mehr eingedämmt werden kann. Die Kämpfe halten durchgehend an und gehen schließlich in den russischen Angriffskrieg über. Insbesondere zur russischen Rolle, muss man ein paar Vorbemerkungen machen. 2013 entwirft der russische Generalstabschef Armeegeneral Gerassimow die Grundlagen des sogenannten hybriden Kriegs. Der Kern ist für den Kriegsfall die Ausweitung der Gewaltanwendung durch Kampfhandlungen und darüber hinaus. Zur Verdeutlichung ein Zitat, ich zitiere Gerassimow im Jahre 2013, die ehernen Regeln des Krieges haben sich verändert. Nicht-militärische Mittel sind wichtiger geworden, um politische und strategische Ziele zu erreichen. Die Wahl der Methoden im Konflikt hat sich in Richtung eines breiten Einsatzes von politischen, ökonomischen, informationellen, humanitären und anderen nicht-militärischen Maßnahmen verschoben. All das wird von verdeckten militärischen Maßnahmen ergänzt, darunter der Einsatz von Spezialeinsatzkräften, der offene Einsatz von Truppen, oft unter dem Deckmantel von friedenserhaltenden Maßnahmen und Krisenmanagement, ist einer besonderen Phase des Konflikts vorbehalten, nämlich hauptsächlich
um den finalen Sieg herbeizuführen. Zitat Ende. Diese Aussagen sprechen für sich und General Gerasimow ist immer noch der russische Generalstabschef. Wir erkennen jetzt den Beginn einer strategischen Linie der russischen Führung, die gezielt den Konflikt in der Ostukraine hybrid verschärft. Der Krieg selbst beginnt mit einer russischen Vorübung im Frühjahr 2021. Das ukrainische Parlament hatte zu Beginn jenes Jahres entschieden, dass dauerhafte Übungen und Ausbildungen mit Soldaten aus NATO-Staaten im taktischen Rahmen durchgeführt werden dürfen. Daraufhin verlegten russische Streitkräfte ca. 100.000 Soldaten in Verfügungsräume an die Grenze zur Ukraine. 3 Wochen später allerdings, nach westlichen Protesten, wurden sie aber wieder abgezogen. Der nächste Schritt war dann das Dekret Strategie zur nationalen Sicherheit. Putin verfügte es und legte darin für Russland unter anderem das Recht fest, Spannungsherde auf dem Territorium von Nachbarstaaten auch zu verhindern. Im November 2021 beginnt dann der Aufmarsch, der zum Krieg führt. Hier sehen wir die ungefähre Dislozierung der russischen Kräfte beginnend November 2021 mit bis zu 200.000 Mann. Diese Dislozierung deutet bereits auf Angriffsrichtungen hin. Diese konnten damals im Vorfeld beurteilt werden. Als erstes galt es, den Prestigeerfolg abzusichern, das heißt die Einnahme des Donbass, hier unter 1. Unmittelbar danach wurde ein Stoß aus der Krim nach Nordosten erwartet, um eine Landbrücke zum Donbass herzustellen. Ein Stoß auf Cherson zur unmittelbaren Sicherung der Wasserversorgung für die Krim lag auf der Hand, hier unter 2. Ergänzt werden konnte das mit einem Seelandangriff aus der Krim an Odessa vorbei, um so eine Verbindung nach Transnistrien herzustellen unter 3 und die Ukraine insgesamt vom Schwarzen Meer abzuschneiden. In Transnistrien standen immer noch russische Streitkräfte, die sogenannten Friedenstruppen aus den 90er Jahren in einer Stärke von 1500 bis 2000 Mann. Ein Stoß in den Raum Kiew wurde auch erwartet, um dort die zentrale Führung auszuschalten. Am 24. Februar rückten russische Kräfte ohne nationale Kennzeichnung in den Donbass ein, zum behaupteten Schutz bedrohter russischer Staatsbürger. Kommandounternehmen werden auf den Flughafen Kiew-Hostomel und auch in den Raum Lemberg durchgeführt, beide allerdings ohne Erfolg. Der Angriff auf Kiew kommt nach wenigen Tagen zum Stehen. Auch 3 weitere gezielte russische Kommandounternehmen mit der Absicht, den ukrainischen Präsidenten zu töten, schlagen fehl. Ein Angriff auf Odessa und in die Tiefe nach Transnistrien wurde nicht durchgeführt. Nach wochenlanger Umklammerung Kiews muss Russland den Versuch, die Stadt in die Hand zu bekommen, aufgeben. Beim Abzug treten verbreitet Kriegsverbrechen auch an Zivilisten zutage. Butscha wurde als trauriges Beispiel bekannt. Hier war Oberstleutnant Omurbekow der verantwortliche Kommandeur. Überraschend versenkten die ukrainischen Streitkräfte den Kreuzer Moskwa, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, mit 2 Neptun-Antischiffsraketen von Land aus. Offensichtlich war es den Russen entgangen, dass dieses Waffensystem bereits verfügbar war.
Die Russen versuchten daraufhin mit falschen Nachrichten den Sachverhalt zu verschleiern, um den Verlust nicht eingestehen zu müssen. Sie hatten mit dem Verlust des Schiffs die Führungsfähigkeit für umfangreiche See- und Seelandeoperationen damit eingebüßt. Ein Angriff auf Odessa fand dann auch nicht mehr statt. Im August greifen die ukrainischen Streitkräfte überraschend Ziele auf der Krim mit großer Wirkung an. Die Russen waren verunsichert, denn offensichtlich hatten die Überwachung des Raumes und Luftabwehr versagt. Auch waren keine weitreichenden Waffen der Ukraine bekannt, die die Entfernung aus einem beherrschten Gebiet bis zur Krim hätten überbrücken können. Daher wurden irreguläre oder auch Spezialkräfte angenommen. Tatsächlich waren es wohl weitreichende Raketen im 500-Kilometer-Bereich, die inzwischen aus der Grom 1 weiterentwickelt worden waren. Die Russen waren damit in der Tiefe verwundbar geworden. Im September stellt sich die Lage schließlich wie folgt dar. Nach Aufgabe der Nordukraine gliedern die russischen Streitkräfte um, verlagern die Kräfte und konzentrieren sich auf den Südosten. Die Beschränkung auf den Donbass war das neu befohlene operative Ziel. Angriffsoperationen aus dem Donbass heraus waren zunächst sehr erfolgreich. Inzwischen hatte der ukrainische Präsident mehrfach eine entscheidende Gegenoffensive im Süden angekündigt, die aber verzögert auf sich warten ließ. Die russischen Streitkräfte brachen daraufhin ihre Angriffsoperationen im Donbass ab und verstärkten den Raum südostwärts Cherson. Tatsächlich griffen dann die Ukrainer aber zwar auf Cherson an, gewannen zunächst aber wenig Raum. Damit war der ukrainischen Führung eine strategische Täuschung gelungen, denn sie griffen nun massiv im Donbass an und erzielten dort nachhaltige Erfolge. Sie führten Angriffe in die Tiefe, schlossen russische Streitkräfte ein und vernichteten sie. Große Beute an Panzern und gepanzerten Fahrzeugen verstärkte daraus die ukrainische Kampfkraft. Der 8. Oktober bescherte den russischen Streitkräften eine böse Überraschung. Durch eine große Explosion auf der Kertschbrücke gerieten 7 mit Treibstoff gefüllte Kesselwagen eines Güterzugs in Brand und Teile der Fahrbahn stürzten ein. Wahrscheinlich war der Schaden durch die Detonation eines mit Sprengstoff gefüllten LKW verursacht worden. Wie er die russischen Kontrollen hat passieren können, ist unklar. Der ukrainische Geheimdienst geriet mit einer Spezialoperation in Verdacht. Ursache und Begleitumstände sind noch nicht bekannt. Interessant ist, dass zu diesem Zeitpunkt noch circa 50.000 russische Touristen sich auf der Krim aufhielten. Eine ergänzende Bemerkung zu dem Stand der Aufklärung, wie diese Operation zustande kam. Die letzten Meldungen sagen oder geben eine Version der Russen zum Besten, wonach dieser LKW aus Bulgarien über das Schwarze Meer nach Georgien transportiert wurde und von dort weiter nach Russland gefahren ist. Nach wie vor ist es aber völlig unklar, wie diese Sprengladung dort hineingekommen ist und wie das im Einzelnen organisiert wurde.
Interessant ist auch dieser nächste Angriff, nämlich im Verbund mit 9 Luftdrohnen wurden 7 Seedrohnen dieses hier links gezeigten Typs im Angriff auf Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte in und vor dem Hafen von Sewastopol eingesetzt. Eine Seedrohne schaffte es sogar, in das innere Hafenbecken vorzudringen. Es war eine gelungene Überraschungsoperation. Dabei wurden mindestens das Flaggschiff, die Fregatte Admiral Makarow, ein Minensuchboot und eine weitere Schiffseinheit beschädigt. Obwohl die Russen durch eine Ende September angeschwemmte solche Seedrohne schon gewarnt waren, war die aufgebaute Abwehr mit Kampfhubschraubern wenig erfolgreich. Damit hatten die Ukrainer bewiesen, mit neuen eigenen Waffensystemen die russischen Streitkräfte auf der Krim von See aus angreifen zu können. Die Russen sind hier entgegen ihrer Versicherungen verwundbarer geworden. Nach der Beschädigung der Krimbrücke ist dies ein weiterer großer Prestigeverlust, zumal auf der Halbinsel die Ausbildung an Luftdrohnen durch iranisches Personal zurzeit stattfindet. Anfang November und eigentlich bis jetzt sieht das Lagebild wie folgt aus. Trotz hohem Einsatz von Artillerie und Unterstützung aus der Luft gelang es den russischen Kräften im Donbass zunächst nicht, den ukrainischen Angriffsschwung zu brechen. Folgend haben wir aber dann ein eher ausgeglichenes, eher starres Lagebild mit geringen Verschiebungen. Die Lage vor Cherson sieht so aus, dass die Ukrainer mit Straßen als Mittellinie Gelände gewannen und nun ein Stoß auf die Stadt selbst möglich ist. Die russischen Streitkräfte leiteten die Räumung ein, ob Tatsache oder Täuschung, ist bis jetzt nicht klar einzuschätzen. Die ukrainischen Kräfte machten bisher auch hier nicht den Fehler, auf das bebaute Gelände in und um Cherson direkt anzugreifen, was eine große Zahl an Soldaten erfordert und nur mühsame Erfolge im Häuserkampf verspricht. Wenn es den ukrainischen Streitkräften gelingen sollte, den Raum Cherson insgesamt einzunehmen, also rechts des Dnieper, so kann man erwarten, dass sie mit den dann frei werdenden Kräften einen Stoß aus dem Raum Saporischschja nach Südosten führen werden, um die russische Landbrücke zwischen der Krim und dem Donbass aufzubrechen. Bemerkenswert ist, dass sich im russisch besetzten Gebiet westlich Mariupol irreguläre ukrainische Kräfte gruppiert haben, die in partisanenartigem Kampf Angriffe führen und russische Kräfte zumindest binden. Doch nun zu einer Bewertung der Kriegsparteien. Betrachten wir hier die russische Seite. Hier sind die Hauptverantwortlichen aufgeführt. Die Russen traten insgesamt mit 120 Gefechtsverbänden der Landstreitkräfte an. Das heißt, das sind 2 Drittel des verfügbaren russischen Heeres. Vor Angriffsbeginn war die Information für die Truppe eigentlich nur zweckgebundene Indoktrination. Die Wahrheit hatte darin kaum Platz. So waren die Soldaten vor Ort dann überrascht, dass die ukrainische Bevölkerung sie nicht als Befreier mit Blumen empfing. Mangelndes Verständnis für Taktik und Operation in Bataillon und Brigade führte zu unliebsamen Überraschungen bei Überfällen und Hinterhalten. Das ergab hohe Verluste an Panzern und Hubschraubern. Ohne die Fähigkeit im Gefecht, Feuer und Bewegung genügend abzustimmen und den Schwerpunkt zu verlagern, wo notwendig,
liefen die Russen immer wieder auf die ukrainischen Streitkräfte auf und konnten ihre Angriffsziele nicht erreichen. Die Befehlsgewalt lag für den Kriegsschauplatz nicht in einer Hand und wechselte nach schließlicher Ernennung eines Befehlshabers noch zweimal, wobei in der Personalauswahl Durchsetzungsvermögen vor militärischem Können rangierte. Zwar war die Planung des Feldzuges vom Generalstab sorgfältig erarbeitet worden, aber darunter fehlte die notwendige Beweglichkeit im laufenden Gefecht. Ein besonderer operativer Fehler war es, dass Hauptkräfte auf die Großstädte Kiew und Charkiw angesetzt wurden. Das kostete Angriffsschwung und ergab hohe Verluste im Häuserkampf, anstatt die eng bebauten Regionen abzuriegeln und stattdessen auch in die Tiefe vorzustoßen. Auch gelang es den russischen Luftstreitkräften nicht, die eindeutige Luftherrschaft zu erringen. Mangelnde Qualität der Ausrüstung und Behelfe bei fehlenden Ersatzteilen aus Hochtechnologie führten dazu, dass Kampfflugzeuge aus niedrigerer Höhe mit Augenbeobachtung angreifen mussten, um Bomben und Raketen ins Ziel zu bringen. Dadurch wurden sie oft Opfer von Luftabwehrhandwaffen. Das innere Gefüge der russischen Streitkräfte ist durch formalen Gehorsam geprägt, der aber den eigenverantwortlich handelnden Unteroffizier nicht zulässt. Vorgaben im Befehl auf einen Angriff sind zwar überlegt und zielgerichtet, können aber neue Situationen während des laufenden Kampfes kaum voraussehen. Das ist wohl neben mangelndem Vertrauen zwischen Führern und Geführten der Grund, warum kontrollierende Zwei-Sterne-Generale als Divisionskommandeure in vorderster Front gefallen sind. Mindestens ein Viertel der russischen Generalmajore des Kriegsschauplatzes Ukraine sind so im Kampf getötet worden. Kriegsverbrechen geschahen, wie erwähnt, vernichtendes Feuer auf die Zivilbevölkerung und Plünderungen durch die russischen Truppen haben ihre grausame Parallele im Dreißigjährigen Krieg. Zwischen rivalisierenden Truppenteilen beim Beutemachen soll es sogar zu Schutzwechseln gekommen sein. Die ukrainischen Streitkräfte sind stark abgenutzt, hatten als Verteidiger aber zunächst den Vorteil, aus vorbereiteten und ausgebauten Stellungen kämpfen zu können. Der Übergang aus der Verteidigung zum Angriff gelang sehr erfolgreich. Das Gefecht der verbundenen Waffen, seit 2014 gezielter Bestand der Ausbildung, bewährte sich in der Zusammenarbeit von Infanterie, Panzern, Artillerie und Pionieren. Der schnelle Angriffsstoß in die Tiefe nach genauer Aufklärung war das Erfolgskonzept. Strategische Überraschungen gelangen in der Bekämpfung weit entfernter Ziele. Die Angriffe durch Fernwaffen auf Flugplätze, Versorgungslager und Eisenbahnknotenpunkte auf der Krim war für die Russen unerwartet. Das wurde durch die starke Beschädigung der Kertschbrücke noch überboten und die russische Propaganda reagierte in diesem Fall ziemlich ratlos. Der Angriff auf Sewastopol von See brachte auch dort die Russen in die Defensive. Jetzt wird es darauf ankommen, der Ukraine viel Feuerkraft, sprich Artillerie und Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen, um die russischen Streitkräfte auf breiter Front zu schlagen und die Logistik in der Tiefe zu vernichten. Ausreichend Panzer und Schützenpanzer sowie Munition sollten zur Verfügung stehen, um Gegenangriffe führen zu können. Früh wurden erste Drohungen mit dem Einsatz von Nuklearwaffen laut. Zwar hat der russische Präsident das Wort Atomwaffen nie ausgesprochen,
Doch die von ihm befohlene Alarmbereitschaft für Abschreckungswaffen wurde weltweit als Drohung für den möglichen Einsatz von Atomwaffen verstanden. Seitdem ist die Angst vor einem Atomkrieg groß. Das weiß Putin und macht es sich zunutze. Denn das ist psychologische Kriegführung, um den Westen davon abzuhalten, die Ukraine weiter mit Waffenlieferungen zu unterstützen oder gar selbst in den Krieg einzutreten. Sollte Putin tatsächlich Nuklearwaffen einsetzen, so kann es sich zunächst um eine taktische Atombombe mit geringerer Sprengkraft handeln, die demonstrativ etwa über dem Schwarzen Meer oder auf ein Führungszentrum zielt. Militärisch wäre für Putin damit nicht viel gewonnen. Doch ein solcher Schlag könnte zur wesentlichen Einschüchterung des Westens führen. Für die westliche Aufklärung wird es hier darauf ankommen, die Kopplung von Trägersystemen und Sprengkörpern zu erkennen, denn erst damit kann ein Einsatz wirklich durchgeführt werden. Solche Erkenntnisse liegen aber nicht vor. Auffällig ist, dass Forderungen zum Einsatz besonders laut von Generaloberst Kadyrow, dem Tschetschenenführer, und von Prigoschin, der hinter der Gruppe Wagner steht, erhoben werden. Das bringt zwar Leben in die Medienlandschaft, ist aber an der politischen Bedeutung dieser zwei Personen gemessen nicht besonders gewichtig. Die kürzliche Warnung des russischen Verteidigungsministers, die Ukraine plane den Einsatz einer schmutzigen Bombe auf Cherson, ist Teil der Propaganda, um je nach Resonanz selbst einen solchen Sprengkörper einsetzen und damit die Schuld der ukrainischen Seite zuweisen zu können. So hätte man die Voraussetzung geschaffen, nun, wie gesagt, mit einem eigenen Sprengkörper antworten zu können. Hier zeige ich, Moment, oh, ja. Hier zeige ich eine prominente Einschätzung, damit man eine Vorstellung hat, wie eine Reaktion aussehen könnte. David Petraeus ist sicher als ehemaliger Vier-Sterne-General und Direktor der CIA kompetent. Sicherheitshalber hat er aber zu diesem Zitat hinzugefügt, dass es sich lediglich so um seine persönliche Einschätzung handelt und nicht um eine Planung, eine vorgenommene Planung der NATO. Unter Fachleuten ist man sich einig, dass zunächst die USA in Abstimmung mit der NATO mit konventionellen Waffen antworten würde, um nicht automatisch in eine nukleare Spirale zu geraten. Eine Eskalation bliebe dann Putin überlassen, mit der er sich dann weiter in der Welt isolieren würde. Es gibt besonders in letzter Zeit zunehmend viele Forderungen nach Verhandlungen, die aber vielfach nur die Methode beschreiben, jedoch nicht das Ziel nennen. Doch das ist vorab unbedingt nötig, sonst läuft eine Initiative ins Leere. Im Frühjahr hatte die ukrainische Regierung für mögliche Friedensverhandlungen noch ihre grundsätzliche Position signalisiert, die als Angebot zu verstehen war, nämlich ukrainische Neutralität und die Behandlung der umstrittenen Regionen Krim, Donetsk und Luhansk als Sonderstatus. Das hatte damals Putin in keiner Weise genügt, aber hier sollten wir vom Westen her ansetzen. Der Zeitpunkt ist auch besonders günstig, da zwei Dinge sich geändert haben. Erstens, die UN-Vollversammlung
hat mit überwältigender Mehrheit das Vorgehen Russlands verurteilt und zweitens, China und Indien pochen jetzt darauf, dass Russland an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Und das kurz nachdem Putin massiv mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht hat. Leider hat der ukrainische Präsident Anfang des Monats ein Dekret unterzeichnet, wonach man zwar zu Gesprächen mit Russland grundsätzlich bereit sei, aber nicht mit Putin. Das hilft hier nicht weiter, kann aber von russischer Seite leicht überbrückt werden, indem andere Personen ermächtigt werden. Der deutschen Politik kann man 4 Punkte aus meiner Sicht empfehlen. Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen für das Gefechtsfeld, Verabredung einer gemeinsamen Position, Erarbeitung eines Vorschlages auf der vorher beschriebenen ukrainischen Position. Und als letzten gewichtigen Punkt Gewinnen der NATO als Garantiemacht für ein solch basiertes Friedensabkommen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.